Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer völlig normalen Folge Game Toon, bei der absolut nichts anders ist als sonst. Genau, denn was gibt es Schöneres als eine Sendung, an der sich nichts ändert und die immer genau so bleibt, wie sie ist? Mit ganz normalen Themen, wie zum Beispiel das Roguelike Ravenswatch von den Leuten hinter Curse of the Dead Gods, und das war bekanntlich gar nicht so übel. Ja, da kann ja bei Ravenswatch eigentlich gar nichts schief gehen, oder? Nee, und in dieser Sendung auch nicht. Super, oder? Na, dann starten wir mal rein, bitteschön. Klasse. Roguelikes spalten die Gemüter. Die einen freuen sich über die Herausforderung und potenzielle Endorphindusche beim Sieg. Für alle anderen ist die Spielerfahrung ungefähr so. Ravenswatch ist ein Roguelike, war aber auch für den Teil der Game 2-Redaktion, der das Genre nicht ausstehen kann, weniger. Und dafür mehr. Und das hat ein paar einfache Gründe. Das Hack'n'Slay schickt Heldinnen und Helden alter Volksmärchen und Legenden in den Kampf gegen einen nicht näher definierten Albtraum. Aber außer, dass ihr bei den spielbaren Figuren beispielsweise Rotkäppchen, den Rattenfänger von Hameln oder Elsa aus Frozen wählen könnt, merkt man von dem Ansatz nicht viel. Und ganz genau nimmt das Spiel die Abbildung dieser Figuren auch nicht, wie man beispielsweise ein Rotkäppchen sieht, die sich bei Nacht einfach selbst in den bösen Wolf verwandelt. Zwar ist der Märchenanstrich irgendwie charmant, die Geschichte aber nicht der Grund, warum Ravenswatch so gut funktioniert. Das liegt vor allen Dingen an der Spielmechanik. Die erinnert im ersten Moment an ein heruntergedampftes Diablo. Ohne richtigen Loot und mit nur wenigen Skills. Dafür wird aber bei fast jedem Kampf nicht nur das komplette Repertoire, sondern auch euer ganzes Geschick abverlangt. Als Rotkäppchen eröffnet ihr beispielsweise mit normalen Attacken, hechtet auf Abstand, um aus der Ferne schnell eine Bombe zu werfen, dann mit Ansturmangriff wieder in den Nahkampf zu wechseln und per Tarnumhang-Talent der Explosion zu entkommen. Let's get a move on. Am Anfang ist das ganz schön fordernd. Bis wir alle Skills überblickt und richtig eingesetzt haben, brauchten wir so 2 bis 3 schwitzige Anläufe. Aber dann wollten wir nichts anderes mehr machen. Die Kämpfe sind angenehm schwer, aber eben auch nicht zu sehr. Und die Action schallert dank sattem Trefferfeedback. Außer ihr spielt als Rattenfänger. Das Gameplay macht dabei so viel Spaß, dass uns ein Game Over gar nicht groß stört. Denn ja, gibt's zu viel ins Gesicht, geht's zurück an den Anfang. Permanente Verbesserungen eurer Spielfigur gibt es nicht wirklich. Nach Rundenende könnt ihr zwar dauerhaft neue Upgrades freischalten, was aber nur bedeutet, dass ihr sie euch in einer neuen Runde verdienen könnt und nicht, dass ihr sie dauerhaft besitzt. My foes flee before me. Weil eine Runde aber nur ungefähr 30 Minuten dauert, tut das gar nicht so weh. Wo wir auch schon bei der nächsten Komponente der Geilheit von Ravenswatch wären, der Zeit. Hä? Ja, klingt komisch, aber weil beim Spielen konstant dieser Zeitstrahl abläuft und sich an dessen Ende Tentakelkalle als Endboss meldet, na du Hurensohn, bekommt die ganze Nummer noch ein bisschen Speedrun-Würze. Ihr müsst eure Zeit möglichst sinnvoll nutzen, schnell die zufallsgenerierte Karte aufdecken und euch die besten Boni sichern. Holt ihr euch mehr Lebensenergie an einem Brunnen? Skill-Upgrades aus einer der Kisten? Oder schwächt ihr den Albtraum-Oktopus am Ende, indem ihr einen Zwischenboss umboxt? Fragen über Fragen, auf die ihr in einem Durchlauf eine Antwort finden müsst. Weil die Zeit knapp ist, sucht ihr nur gezielt Konfrontationen und es entsteht ein wahnsinnig motivierender Flow. Lautet das Urteil zu Ravenswatch also uneingeschränkt? Das ist ein Schmackofatz. Nicht ganz, denn die derzeitige Early Access Version ist inhaltlich schon ziemlich dünn. Es gibt nur ein Kapitel, das in einem Gebiet stattfindet und zumindest in der Theorie schon nach einer halben Stunde durchgespielt werden kann. Effektiv hat's bei uns 2 bis 3 Stunden gedauert, bis wir Tentakelwillige gekillt und jede Nebenaktivität ausprobiert haben. Ist da der Einstiegspreis von 20 Euro ein Schnapper? Nein. Aber lohnen kann sich's trotzdem. Wir haben uns bereitwillig mehr als 11 Stunden Spielzeit drauf geschafft. Warum? Weil Ravenswatch selbst mit begrenztem Inhalt super abwechslungsreich ist. Die 6 enthaltenen bzw. freispielbaren Figuren sind nicht nur höchst unterschiedlich, sondern spielen sich auch alle auf ihre Art und Weise. Geil, einfach geil! Ey. Nahkampf, Fernkampf, Magie, alles dabei. Und nicht nur wir hatten Bock, jedem Charakter mal eine Chance zu geben, sondern die meisten haben nach kurzer Eingewöhnung auch unseren derzeitigen Favoriten abgelöst. Zusätzlich schaltet ihr nach und nach 9 weitere Albtraum-Schwierigkeitsgrade frei, damit weitere Durchläufe bloß nicht zu leicht werden. Ihr merkt, wir sind jetzt schon happy und fiebern weiteren bereits grob angekündigten Inhaltsupdates entgegen. Aber ein bisschen was darf auch noch ausgebügelt werden. Manche Nebenaufgaben sind beispielsweise deutlich schwerer als andere, einige Hitboxen wirken etwas ungenau. Aber für einen frisch gestarteten Early Access sind das Kinkerlitzchen. Ein weiterer Pluspunkt ist eigentlich, dass ihr Ravenswatch online zu 4 spielen könnt, aber leider geht das derzeit nur gezielt mit Freundinnen und Freunden und nicht mit Randoms. Finden wir ein bisschen doof,
Ich meine, das wäre ja im echten Leben fast so, als ob. Jetzt bin ich dran. Och Mann! Hey, kann ich doch mitspielen? Stopp, aus. Der Knuffsauer hat sich gemeldet. Es gibt irgendwas Dringendes zu besprechen. Joachim Knuffsauer. Wer? Na, der Funkchef. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Na, dem passt irgendwas nicht, wenn der persönlich mit uns sprechen will. Alter, der Typ ist knallhart, ey, ohne Rücksicht auf Verluste. Moment, uns? Hey Tim, jetzt entspann dich mal. Vielleicht will er uns ja auch einfach nur sagen, wie gut er uns findet. Hey, dafür bestellt er uns hier extra her, oder was? Das ist ein richtiger alter Haudegen. Ich glaube nicht, dass er gute Worte verliert. Ah, da sind ja meine Gaming-Experten. Ihr macht echt einen riesen Job mit eurer Crew. No cap, ich feiere euren Content. Ihr seid die Goats, das wisst ihr ja. Aber ich will euch gar nicht lange hinhalten. Ihr wisst vermutlich, warum ich euch hergebeten habe? Ja, wahrscheinlich neuer Vertrag. Ich muss euch rausschmeißen. Zu alt. Bitte was? Hier bei Funk gibt's nach wie vor das junge Angebot und naja. Ja, was? Wir sind jetzt zu alt dafür, oder was? Wir sind zu alt dafür? Wer soll's denn machen? Hanni, Bubu und Hugo, oder was? Nicht Ihr Ernst. Jetzt mal ganz ehrlich, wir haben Gaming im Internet erfunden und uns willst du überhaupt nicht geben! Was soll denn diese Scheiße? Das müssen wir uns nicht anhören, Tim. Das müssen wir uns nicht, das habe ich nicht nötig. Nach 22 Jahren so eine Scheiße! Wir gehen, los, wir gehen. Wir gehen! Ey, Tim. Wir brauchen die nicht. Wir brauchen die nicht. Stimmt, ohne die sind wir viel besser dran. Wir sind jetzt unsere eigenen Auftraggeber, weißt du? Keine Vorgaben mehr. Keine Vorgaben. Game 2 in Reinform eigentlich. So. Die ZuschauerInnen werden es nämlich derbe abfeiern. Die ZuschauerInnen werden es derbe abfeiern. Du kannst jetzt normal reden, Funk ist raus, okay? Die ZuschauerInnen werden es richtig klasse finden. Bäm! Und wenn wir uns nicht mehr anziehen müssen wie so Berufsjugendliche, weißt du, Scheiß hier, weg damit. Komm! Endlich normale Klamotten tragen, komm! Wir machen Game 2 wieder groß! Aua. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei unserer Videospielsendung Game 2. Das nordangolische Wort Nzumbe bezeichnete erstmals die Totengeister, die im heutigen Sprachgebrauch auch als Zombie bezeichnet werden. Über Jahre wurden jene willen- und seelenlosen Wesen im Zustand irgendwo zwischen Tod und Leben als eine alberne Schöpfung unkreativer Filmemacher abgetan. Dass sich die untoten Kreaturen erzählerisch allerdings zu mehr eignen als stumpfe Schockmomente, hat Wolfgang M. Schmidt am Beispiel vom Spieletitel Dead Island 2 herausgefunden. Herzlich willkommen zu die Game-Analyse. Heute mit Dead Island 2 von Dambuster Studios und Deep Silver. Kuckuck und Tod schon wieder. Diese Worte der Protagonistin Amy könnten die Spielerfahrung kaum besser beschreiben. Denn sie sind gleichermaßen plump wie tiefgründig. Wir haben es hier mit einem Zombie-Slasher zu tun, der hält, was er verspricht. Tod und Gewalt sind hier allgegenwärtig und doch ist es nicht das, was uns verstört. Vielmehr ist es die menschliche Natur, die uns schaudern lässt und die Hoffnungslosigkeit einer Realität, die wir, wie die Voodoo-Priester der afrikanischen Sagen, denen der moderne Zombie-Mythos entspringt, selbst heraufbeschworen haben. Es wäre leicht, Dead Island 2 zum wohlfeilen Gassenhauer zu degradieren, sich darüber auszulassen, wie saftig das Trefferfeedback, explizit die Gewaltdarstellung und unterhaltsam diese Ballermann-Euphonie unser Belohnungszentrum malträtiert. Doch diese infantile Betrachtung wird dem Werk in keiner Form gerecht, denn bereits auf dem Cover werden wir gewarnt. Dead Island 2 ist ein Spiel und doch richtet es sich nicht an Kinder.
Dafür ist es so brutal, denn es zeigt eine erbarmungslose Welt. Eine Welt, die sich in ihrem kapitalistischen Wahn fast vollends selbst verzehrt hat. Ein Schauplatz, der passenderweise Hell A getauft wurde. In seinem berühmten Drama Geschlossene Gesellschaft schreibt Jean-Paul Sartre, die Hölle, das sind die anderen. Und auch bei Dead Island 2 entpuppt sich die sinnbildliche Hölle von Hell A nicht als biblisches Fegefeuer, sondern als Klassenkampf der Lebenden gegen die Toten, die sich in einem ewig währenden Strudel aus Qualen gegenseitig ausgeliefert sind. Mal als Peiniger, mal als Opfer. Ein Teufelskreis, bei dem wir aber ebenfalls weniger an die Bibel als an Paul Watzlawick erinnert werden. Mit jedem Hieb, den wir in Dead Island 2 ausführen, platzt nicht nur die Schädeldecke eines vermeintlichen Feindes, sondern auch ein weiteres Stück der trivialen Actionfassade des Spiels, hinter der sich eine komplexe antikapitalistische Konsumkritik verbirgt. An Schauplätzen wie Bel Air, Beverly Hills oder Santa Monica treffen wir seit jeher auf die beiden Enden des gesellschaftlichen Spektrums. Während sich das gehobene Bürgertum realitätsflüchtig in ihren Willen einschließt, tobt draußen der Kampf ums Überleben. Wer in Dead Island 2 kurz innehält, statt blind zu wüten, muss sich die Frage stellen, wer hier eigentlich schutzbedürftiger ist. Die Zombies, die ihr Leben auf der Straße fristen, auf der Suche nach Nahrung, einem Unterschlupf und der Selbsterkenntnis? Oder die Überbleibsel der privilegierten Gesellschaft. Dead Island 2 versteht den Ausbruch der Zombie-Apokalypse zwar als Höhepunkt, aber keinesfalls als Ursprung der gesellschaftlichen Verrottung. Das wird durch diverse Details in der Spielwelt eindrucksvoll in Szene gesetzt. Und je mehr dümmliche, unsympathische und groteske Figuren man in Hell A trifft, oh shit, desto mehr fühlt man sich zu den ehrlichen Zombies hingezogen, entfremdet und degradiert von der Gesellschaft, genau wie Karl Marx den Arbeiter in der kapitalistischen Gesellschaft beschreibt. Die Gesellschaftskritik, die Dead Island 2 anbringt, ist genauso unmissverständlich wie nachvollziehbar. 9 Jahre lang wurde das Projekt von Publisher Deep Silver diversen Studios übergeben und wieder entrissen. Eine Odyssee, die Spuren hinterlassen hat. Wertschöpfung und vor allem Abschöpfung, Konsumismus, Materialismus. Dead Island 2 versteht sich auch selbst als Teil der karikierten Gesellschaft. Ob sich die Entwicklerinnen und Entwickler vielleicht selbst als Zombies sehen, ihre Motive bleiben gut genug versteckt, um bei Bedarf ignoriert zu werden. Denn an Schauwerten mangelt es nicht. Problemlos kann man sich allein oder mit bis zu 2 Koop-Partnern 20 Stunden lang gewaltgeil im Sündenpfuhl suhlen. Doch spätestens, wenn die Hauptfigur ihrem Blutdurst mit einem ulkigen Spruchausdruck verleiht, Fuck off out me face, fühlen wir uns ertappt. Denn nun sind wir auch Zombies, unmenschlich und triebgesteuert. Wir spielen nur, aber fühlen nicht. Schon die Geschichte. Warte mal ganz kurz. Also dieser neue Ansatz, der ist ja echt cool, interessant und so weiter, aber irgendwie ist er halt so ein bisschen. Die Scheiße war staubtrocken und rotzlangweilig. Ach komm jetzt! Was soll denn das? War nicht mal geile Mucke im Beitrag. Ohne Musik ist doch scheiße. Ohne Musik ist doch scheiße. Mach doch deinen Pipi-Kaka-Humor für 14-Jährige wie bei Funk. Mann, ey, ich mach hier Kunst! Ja, wir machen ja auch Kunst. Aber halt so ein bisschen experimenteller. Aha. Also weißt du, Shadows of Doubt, das ist so ein Detektivspiel, Indie-mäßig so. Wir machen so richtig Film Noir-Style. Aha. Ah, mit Mucke? Soundtrack. Kostüme? Ja, schlicht. Ohne viel Brimborium. Okay, aber nicht wieder so wie bei Knuff Sauer. Da hab ich keinen Bock mehr drauf, ey. Das wird Oscar-reif, mindestens. Oscar-reif? Wer soll das denn machen? Was ist mit mir?
Was für ein verdammt regnerischer Tag. Chicago zeigt sich wieder von der besten Seite. Diese Stadt. Warte mal. Chicago, nee, das können wir nicht machen. Rest ist geil. Ich hab bloß mal den ganzen Mittelteil hier entfernt. Kamerateam wird nichts. Das drehst du einfach selber mit dem Camcorder. Hans Zimmer habe ich jetzt auch mal entfernt. Ist zu teuer, aber das mache ich einfach selbst. Okay? Ja, cool. Wird geil. Cool, kein Problem. Was für ein verdammt regnerischer Tag. Hamburg zeigt sich wieder von der besten Seite. Diese Stadt ist einfach so hässlich. Was mache ich hier eigentlich? Ich habe alles verloren, sogar meine Wohnung, und stehe vor dem Nichts. Alles, was mir bleibt, sind ein paar lausige Groschen, meine Spürnase und die Fähigkeit, unbemerkt aus dem Schatten zu agieren. Als Privatdetektivin habe ich bisher auf ganzer Linie versagt. Aber es muss weitergehen. In dieser Stadt, in Hamburg, passiert jede Menge übler Scheiß, durch den sich gut Kohle machen lässt. Bei den Telefonzellen hängen doch immer kleinere Jobanzeigen aus. Verhaftung? Dafür bräuchte ich Handschellen. Ah, ich soll jemanden öffentlich demütigen. Hier in dem schlecht versteckten Koffer sind mehr Infos vom Auftraggeber. Ich soll der Zielperson Essen ins Gesicht pfeffern? Keine Detektivarbeit, aber verdammt, ich brauche das Geld. Was ist nur aus mir geworden? Eine Lebensmittelwerferin. Die Gesellschaft blickt auf mich herab. Ich war doch mal eine angesehene Detektivin. Tim, zu früh. Viel zu früh. Sorry. Aber vielleicht ist hier doch mehr Detektivarbeit gefragt, als ich zuerst dachte. Um den Aktenkoffer zu finden, befrage ich einen Mitarbeiter und suche das Versteck. Außerdem weiß ich von der Zielperson jetzt nur die Telefonnummer. Und ich weiß, dass ihr Vorname mit einem M beginnt. Ich versuche erstmal, die Person anzurufen. Vielleicht meldet sie sich ja mit ihrem Namen. Was? Mein Mordscanner. Das ist meine Chance. Ich muss schnell zum Tatort. Shit, die Enforcer sind schon da. Erstmal unauffällig daneben stehen, beobachten. Seit die offiziellen Polizeibehörden in Hamburg eingestampft wurden, haben die Enforcer als private Vereinigung unter der Starch-Cola-Firma die Macht über alles. Mit denen sollte ich mich lieber nicht anlegen. Aber sobald die aus der Wohnung raus sind, schleiche ich mich einfach rein. Scheiße, die Tür wird überwacht. Hier, schau mal, ein Eimer. Und schon bin ich drin. Jetzt erstmal schnell das Opfer untersuchen. Mehrere Schnittwunden. Ich als Profi bestimme den Todeszeitpunkt auf heute Mittag zwischen 12.15 Uhr und 13.30 Uhr. Laut Arbeitsplan hatte der Partner ein Alibi. Dann muss ich erstmal nach den privaten Mails schauen. Vielleicht. Shit. Irgendwie habe ich manchmal einfache Blackouts. Manchmal fühle ich mich wie ein fehleranfälliges Programm auf einem klapprigen alten Computer, das immer und immer wieder abstürzt und neu gestartet werden muss. Das nervt leider ziemlich. Aber egal, ich bin wieder hier, wieder am PC in der Wohnung des Opfers. Die Mails zeigen nichts Verdächtiges auf, aber neben dem Opfer lag eine Visitenkarte mit einem unbekannten Fingerabdruck. Außerdem wird da irgendwas von einer Beförderung gefaselt. Ich sollte der Arbeit des Opfers vielleicht mal einen Besuch abstatten. Niemand da. Perfekt. Ich hacke mich erstmal in den PC. Nichts Besonderes. Was? Ein neuer Mordfall? Genau hier? Scheiße, der Mörder muss an mir vorbeigekommen sein. Ich muss die Zeit nutzen, bevor die Enforcer kommen. Und jetzt schnell rausschleichen. Mist, da sind sie, weg hier! Bei all den Indizien habe ich mittlerweile gar keinen Überblick mehr. Was ist hier passiert? Ich muss wieder warten, bis die scheiß Möchtegern-Cops weg sind. Lalala, ich habe nichts mit dem Ganzen zu tun. Ich hole mir nur eine leckere Starch-Cola. Oh, an dem Automaten gibt's ja ein V-Sync. Diese V-Syncs. Mittlerweile ist die Menschheit so weit, dass wir uns diese diskettenartigen Dinger einfach mir nichts, dir nichts einpflanzen lassen können. Diese Dinger vergrößern beispielsweise das Inventar oder verbessern die Beobachtungsgabe. Oft kann man auch zwischen zwei entscheiden und die dann auch noch mit Spritzen verbessern. Irgendwann wird uns die Technik noch die Menschlichkeit... Matthias, Alter! Sorry, ich muss dringend telefonieren, okay? Ich bin hier am Drehen.
Ja, ich bin noch dran. Ja. Ja, wenn ich jetzt 50 Gläser Senf kaufe, kriege ich dann den großen Rabatt? Okay, das geht nur bis 60 Gläser. Muss ich nochmal nachfragen, aber wenn ich jetzt noch den Würstchen... Irgendwann wird uns die Technik noch das letzte Stückchen Menschlichkeit rauben. Was soll... Ja. Was soll nur aus uns werden? Das wäre mir schon lieb. Aber dieses Angebot ist einfach zu gut. 5000 Credits. Davon könnte ich mir endlich meine eigene Wohnung leisten. Aber es gibt auch einen Haken. Ich werde süchtig nach Starch-Cola. Ach, na komm. Egal. Schnell das Ding installieren, ein Apartment kaufen und wenigstens mal duschen. Okay, hier gibt's keine Dusche. Dann muss ich wohl süchtig und stinkend den Fall aufklären. Wo ist meine Cola? Ah, jetzt kann es weitergehen. Ich bin wieder zurück am Tatort. Der Arbeitsplatz des ersten Opfers, wo auch der zweite Mord stattgefunden hat. Aber die Kameras stören. Durch den Lüftungsschacht komme ich bestimmt ins Sicherheitsbüro. Okay, das hier ist ein reiner Irrgarten. Ich finde es bestimmt auch so. Schnell gehackt, sodass das Sicherheitssystem nur alle anderen als Bedrohung sieht, aber nicht mich. Zu meinen schlimmsten Zeiten habe ich das mal im Diner der Stadt gemacht. Es war ein traumatisches Ereignis. Habe ich eigentlich Cola dabei? Oh, schon wieder ein Mord? Dieser Serienmörder ist schnell. Zu schnell. Ob ich das auf meine alten Tage noch hinbekomme? Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich will nicht in dieser verschissenen Stadt bleiben. Und meine einzige Möglichkeit, hier rauszukommen, ist es, Fälle zu lösen und so meinen gesellschaftlichen Rang auf die höchste Stufe zu bekommen. Dann könnte ich endlich in den Ruhestandsbezirk abhauen. Mann, das wäre fast zu schön, um es sich auch nur vorzustellen. Inzwischen ist wieder jemand gestorben. Ich muss mir die Indizien mal genau ansehen. Alle Opfer hatten gemeinsam, dass sie in derselben Firma angestellt waren. Ich muss die Fingerabdrücke der Mitarbeiter untersuchen. Die sind in der Datenbank hinterlegt. Ach, die Cola ist lecker. Erstmal die Dokumente durchforsten und... ja, da! Eine Übereinstimmung. Ich könnte die Täterin jetzt noch festnehmen. Das gibt einen Bonus. Aber ich habe keine Handschellen und sie muss schnell gefasst werden. Ich gebe lieber direkt das Formular beim Amt ab. Ich hab's eben doch noch drauf. Jetzt hat mich der traurige Alltag wieder. Ich muss mich mit unbedeutenden Jobs in diesem verregneten Loch über Wasser halten, bis irgendwann erneut jemand um die Ecke gebracht wird. Ah, ich sollte doch mal jemandem Essen ins Gesicht schmeißen. Oh, die Nummer kenne ich doch. Das ist der Mann des ersten Opfers im Mordfall. Sorry, Matteo, ich weiß, du trauerst noch um deinen kaltblütig ermordeten Mann, aber ich brauche das Geld. Friss das! Schnell weg! Also, irgendwie war das ganz spaßig. Genauso wie der Mordfall, auch wenn ich das vielleicht nicht laut sagen sollte. Ich bin gespannt, welche Fälle noch auf mich warten, bis ich in Rente gehen kann. Aber ich habe wieder eine Wohnung und einen Serienkiller geschnappt. Darauf erstmal einen Schluck leckeres Starch-Cola. Ja, das war mal was anderes, oder? Dem Funk-Heini haben wir es gezeigt. Genau, eine neue Ära von Game 2 hat begonnen. Was sagt denn die Community dazu? Verhalten, sag ich mal. Sie finden es total scheiße. Was los, ihr Lullis? Macht mal wieder normale Folgen statt der pseudo-intellektuellen Pissgrütze. Ja, ey, was war denn auch überhaupt für eine scheiß Klimperkacke in deinem Beitrag? Ich musste halt improvisieren, aber du mit deinem Billo-Kostüm. Hallo, ich hatte nur 5 Euro Budget, ja? Mit der Kamera hier, ne? Hätte eh alles scheiße ausgesehen. Wieso haben wir überhaupt mit dem Rotzding hier gedreht? Ja, weil ich unsere Drehtechnik verkaufen musste, damit überhaupt noch irgendeiner von euch einen Cent verdient. Wir müssen mal mit der Sendung irgendwie langsam ein bisschen Geld verdienen, sonst wird sie bald zappenduster. Ja, und wie? Naja, man könnte natürlich...
Moin, moin und hallo. Ey, Leute, vergesst alles, was ihr über Mobile Games zu wissen glaubt. Raid Shadow Legends ist die immersivste Erfahrung, die ihr auf einem Smartphone machen werdet. Es gibt krasse Bossfights, es gibt hunderte Champions zum Sammeln. Da lohnt es sich mal, richtig reinzubringen. Und weil so viele mich gefragt haben und ich natürlich ein krasser Gönjamin bin, habe ich natürlich auch einen Code für euch, Leute. Ist doch klar, das ist Game 2. Okay. Ihr habt ja recht. Funk hat uns nicht nur mit einer unfassbaren Menge an Gebührengeldern versorgt. Funk hat uns ermöglicht, unsere Beiträge unabhängig und neutral zu gestalten. Und dabei stets fachkundige Beratung bezüglich der Bewertung jugendschutzgefährdender Inhalte zu erhalten. Und dann noch diese unglaubliche Vielfalt an Musikrechten jeglicher Art. Funk war kein Klotz am Bein, der uns in unserem Schaffen gebremst hat. Funk hat uns erst ermöglicht, Game 2 zu dem Format zu machen, was wir uns immer erträumt haben. Ja gut, dann haben wir's. Wenn es doch nur einen Auftraggeber mit all diesen Attributen gäbe, dem wir nicht zu alt sind. Ja gut, wir sind da mal raus. War eine gute Zeit. Pass gut auf die Chaoten auf. Ja, keine Sorge. Wir kümmern uns. Gott! Nee, ich bin von ZDF Neo. Ich habe die neue Endcard dabei. Ah! Ja, okay. Ist ja nicht schlecht. Ach, guck mal. Ah, ui. Ja. Ist ja nicht schlecht. ZDF Neo. Cool. Ja? Da sind die Videos. Ja. Danke. Nice. Neo.